So, ihr Lieben, wie ihr seht, bin ich wieder am Schrauben. So, heute steht an U-Connect abbauen, also das Bildschirm und das Radioeinheit und am Handschuhfach, ne? Ich habe mir jetzt eine Hightech-Hifi-Anlage geholt, und zwar, das ist jetzt der neue Bildschirm, wo reinkommt. Das ist richtig ein sehr geiles Teil. Also das ist jetzt dann das Neue. Und das ist halt das Alte, ne? Der ist halt kleiner. Und der Neue halt hat 9 Zoll. Ja. Bin gespannt, wie das Ganze alles funzt. So, mit dabei ist auch, also die ganze Kabel da, ganze Kabelsalat, ne? Radioeinheit, wo unter noch kommt, unterm Anschubfach. Ja. So, wie geht man da vor jetzt? Also ich mache das auch zum ersten Mal. Also hinten am U-Connect muss man da die eine Abdeckung wegmachen, die habe ich schon raus. Das ist die da. Da sind auch die Nasen. Also die tut man vorsichtig raushebeln mit diesen Werkzeugen. Die waren im Lieferumfang dabei, also die braucht man sich nicht extra kaufen, ne? So, hinterm U-Connect sind 3 Schrauben, Torx und die Kabelsatz, ne? Die muss man dann abziehen. So, als nächstes dann geht man im Handschuhfach rein. Tut man da diesen Teile daraus und dann hat man den Handschuhfach auf dem Boden, ne? Wenn man den also den Fach runter hat, werde ich dann noch mal ein Video noch reinstellen, wo die ganzen Schrauben sitzen vom Handschuhfach, ne? So, jetzt habe ich links und rechts die 2 Stöpsel rausgezogen, also die zieht man einfach raus. Das ist kein großer Akt, ne? Und hinter sitzt auch das Teil da, wo der Innenraumfüller reinkommt, ne? Das ist das da. Also das Filter da für die Klimaanlage, ne? So, folgendes. Jetzt, wie ihr sieht, sind da überall Schrauben. Hier oben auch. Also die alle losmachen. So, Handschuhfach ist draußen. Also hier waren ja die Schrauben, seht ihr. Und hier oben auch. Also die alle raus. Und hier ist das Radioeinheit vom U-Connect 7, ne? Das heißt jetzt die 3 Muttern losschrauben. Und schon hat man das Teil in der Hand. So, ich habe jetzt ein wenig weiter gemacht. Das ist jetzt die neue Einheit, Radioeinheit. Jetzt habe ich da die ganze Kabel angeschlossen. Alles Plug und Play, ne? Ja, jetzt habe ich alles angeschlossen. Jetzt muss ich das ganze Zeug wieder da rein tun und alles wieder zu verbauen, ne? Aber das ging nicht so, das war nicht so schwer. Oben ist das Monitor jetzt mal. Und ja, wir werden noch ein kleines Video machen, wenn ich das Monitor jetzt anmache, ne? So, jetzt habe ich das Radioeinheit festgeschraubt, die ganze Kabel reingefummelt. Und jetzt kommt halt das Handschuhfach wieder rein, ne? Ja, so sieht es dann aus, ne?